Moin, hallo und willkommen zurück zu Invisible Ink. Ich bin in einer prekären Lage. Mann, was ist denn heute los? Ach, es geht noch nicht. Die Wachmänner haben ihre Route geändert. Jetzt wird es doch ein bisschen. Bisschen kriminell. Kommt der Wachmann hier wieder zurück oder was? Das gefällt mir ja gar nicht. Da ist der Wachmann. Wo läufst du hin? Der patrouilliert jetzt dahin. Der ist gepanzert. Habe ich irgendwas gegen Panzerung? Ich fürchte nicht. Das ist ein normales Ding. Das ist auch ein normales. Ich brauche echt andere Dinger hier, dass ich da durchkomme. Du kämpfst, glaube ich, durch Gepanzerte durch, ne? Ja, mit Armor Piercing kommst du da durch. Patrouillierst jetzt mal hier und hier hin. Hm. Kann ich gerade nicht ändern. Das ist ein Problem. Ich muss durch diese verdammte Tür durch. Wenn ich mich hier durchschleichen könnte, dann könnte ich hier schon mal reingehen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Gucken wir mal, was passiert. Das wird sowieso interessant jetzt, Stufe 3. Guess it was nothing. Okay. Die sind jetzt nochmal gepimpt. Hm, der ist jetzt Stufe 3, Stufe 2 schon. Hallihallo, hallöle. Ich muss hier ganz schnell durch, bitte. Danke. Ich würde ja gerne mit euch beiden noch abhauen hier, aber das wird, glaube ich, gerade nichts. Ich hoffe, das ist hier direkt in der Tür und ich komme da sofort ran, weil sonst sehe ich schwarz. Warte mal, legen. Ne, mitnehmen bringt nichts gerade. Ich gehe dahin. Wenn was kommt, wird's platt gemacht. Ihr beiden bleibt da stehen. Okay, kann ich die Tür öffnen? Ja. Ich komme nur bis dahin. Das ist jetzt nicht so weit. Ich komme schon, bis die Tür aufmachen. Ich muss hier ganz schnell weg gleich. Die Dingens wird langsam ein bisschen heftig hier. Where the prototype is being stored. Get in there and see what you can find. Wow, Stufe 4. Okay. Kannst du noch was tragen? Nein, ihr seid beide voll. Großartig. Dann gib mir noch ein Teil. Gib mal das Matchgel ab. Du bist jetzt zwar langsamer, aber du kannst auch gleich wieder los. So, und ihr müsst euch jetzt langsam zurückziehen. Wir verziehen uns. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie durch. Jetzt 3 Runden K.O., okay. Da kann ich jetzt eh nicht mehr hinlaufen. Geh zurück. Wenn wir zusehen, dass wir hier gleich wegkommen. Ach du meine Güte.
Hey, what was that? That got their attention. Don't be there when they arrive. Das patrouilliert alles da lang. Der ist gepanzert, ne? Du kommst hier nicht weg. Wie weit kannst du laufen? Bis dahin. Das ist gar nicht gut. Ich muss den umgehen. Ich käme bis dahin, aber ich weiß ja nicht, wie weit er laufen kann. Ich muss in den Raum hier gehen, glaube ich. Da kann ich mich hier hinter verstecken. Die Frage ist, wo läuft der lang? Ich weiß es nicht, da oder da? Nee, bleibt da stehen, glaube ich. Ist mir zu riskant. So, aber ihr müsst jetzt hier abhauen. Mach sich startklar für die nächste Runde. Ihr bleibt da stehen. Ich hoffe, das funktioniert. Mhm. So, du gehst schon mal weg. Ich weiß halt jetzt nicht genau, wie er läuft hier. Das müssen wir abwarten. Ich hoffe, ich kann hinter ihm gleich abhauen. Der sieht mich gerade nicht. Oh, what happened? Schnell weg hier. Das reicht auch mal gerade so mit der Schrittlänge, alter Schwede. Okay. Investigating. Investigating area. Must be jumping thing. Ganz und gar nicht gut. Ich hoffe, ich schaffe das hier raus. Mal weg hier. Oh, schon weg. What? Oh, fuck. Ich hab die Tür nicht zugemacht. Ja, ich muss nochmal rewarten. Ja, ich weiß. Ich hätte die Tür zumachen sollen. Habe ich erst überlegt, habe ich nicht gemacht. War dumm. Tut mir leid. Du verschwindest. Du verschwindest auch. Und du musst jetzt hier raus, um die Tür zu machen. So, und jetzt musst du hier auf nicht wegkommen. Investigating area. Investigiert immer ruhig, aber ich müsste euch jetzt verziehen hier. Es macht immer Sinn, anscheinend doch die Tür zuzumachen. Das sollte man sich schon zu Herzen nehmen, glaube ich. So. Komm bloß weg hier. Looking around. Throwing grenade. Könnt ihr ruhig alles machen, ist mir egal. So, los raus hier. Warum kann ich nicht abhauen? Ich bin mit der Powercell nicht raus. Ich habe die Powercell nicht mitgenommen.
Großartig. Wieso habe ich die Powerzelle nicht mitgenommen? Ich bin im Raum gewesen, habe sie nicht mitgenommen. Großartig. Wie mache ich denn das jetzt? Du kannst eh nicht mehr laufen. Du kannst schießen auch während der Action Phase, aber das bringt nicht viel. Das heißt, ich muss jetzt mal gerade abladen. Den Power Disruptor Stufe 3 behalte ich mal gerade. Ay, caramba. Du könntest noch eine Falle setzen, ne? Du hast auch einen Disruptor hier, Armor Piercing 3. Ja. Dann müsst ihr beiden das reißen. Aber du kannst nicht so weit laufen. Warte mal. Kann ich die Sachen nicht Decker geben? Nur den, gib mir den. Du gehst hier rüber und Decker, du kommst mit. Wobei Decker kann am leisesten laufen. Das ist natürlich total riskant jetzt, aber was soll's. Investigating area. Das muss ich echt nochmal zurücklaufen, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gerade nicht. Jetzt habe ich die Energiezelle nicht genommen, ich Dölmer. Komm schon. Ich will hier weg. Das war ganz schnell. Das ist diese blöde Energiezelle. Oh oh. Ich glaube, jetzt habe ich es verbockt, ne? Weil ich die Energiezelle nicht geholt habe. Secure that power cell. Get it back to the jet operator. Mhm, ich laufe. Die haben nichts mitgekriegt, gut. Grenade out. Ich muss jetzt sofort diese Tür zumachen. What was that? Scheiße. Investigating. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hat einer von euch noch eine Dingens? Du kannst Shock Trap setzen. Die brauche ich. Funktioniert denn das? Jetzt kriege ich langsam ein bisschen You can run, scum, but you can't hide. Ganz schlecht. Ich muss mit Decker da jetzt irgendwie durchkommen. Wie mache ich denn das jetzt? Ich komme mit Decker da nicht durch. Wobei, er muss da drauf treten, glaube ich erst, ne? Oder? Ich hoffe, er muss da drauf treten. Ach, shit. What was that? Investigating. Kacke. Komme ich dahin, ohne erschossen zu werden? Nein, eigentlich nicht. Doch, wenn ich unsichtbar bin. Ich bin weg. The more equipment we recover, the more tactical options we have in the field. Nice work. Das war jetzt aber, Mann, gut, dass Decker Cloaking Device hat, sonst wäre ich jetzt geliefert gewesen.
Junge, Junge, Junge. War aber nicht so erfolgreich, wie ich es gerne gehabt hätte. Leider. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Ich brauche unbedingt noch bessere Sachen eigentlich, besseres Equipment. So, ich muss es mal abladen. Was hast du eigentlich hier? Accelerator Chip. Okay. Das kann ich ausladen. Du hast den. Wie oft ist denn der? Der hat auch nur ein Charge-Ding da drin, ne? Das ist blöde. Dann nehme ich die Knarre mal raus. Das Problem ist, hier ist echt alles voll, ne? Du hast eine Heilung und Dingens. Du hast zwei Charger hier, das ist auch blöde, ne? Eigentlich, oder? Accelerator Chip, Accelerator Chip, den kann ich verkaufen. I'm surprised it took the corpse this long to finally go after you. They're usually not so lenient with this. The more you buy and sell, the closer I get to retirement. Funny how the house always wins. Tja. Das Haus gewinnt immer, oder wie war das, ne? Könnte ich dir den Daten abgeben, ne? Ich weiß noch nicht, ob das Sinn macht. Ich lasse die Kombi erstmal so. Jetzt sind wir auch fast wieder alle voll hier. Gucken wir mal. Another battery, another battle. I've uncovered more information. The reservoir wasn't built to house a human intelligence after all. It was built specifically to house an AI. But then isn't it massively over-engineered? There are no known AIs other than Incognita that would come close to requiring its full capacity. Exactly. So either they're hiding an as yet undetected supermassive intelligence somewhere on the net, or... Or they built it specifically to house Incognita. Ominous either way. Maybe you should have a chat with that thing and see if it knows anything. Incognita is structurally incapable of hiding secrets from me. I programmed her myself and I didn't teach her how to lie, even by omission. Still, our children do grow up to surprise us, don't they? Das stimmt. Wer weiß, was da schon geht. AI ist sowieso so eine Sache. Kann gut sein, kann schlecht sein. Man weiß es nicht. Und da ist die Frage natürlich, will man es ausprobieren, will man es nicht ausprobieren? Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Zumindest von unserem heutigen Wissensstand nicht. Aber mal schauen. Tja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich muss noch ein bisschen Zeit schinden, ehrlich gesagt. Level 5, Level 4 ist mir eigentlich am liebsten, ne? The corporations make a brisk trade selling augments to the public, but they keep the best gear for themselves. We can get some quality time with an augment implanter if we infiltrate here. Tja, dann infiltraten wir mal. Transport beam spooling up. Prepare for disintegration and reintegration, of course. Natürlich. Das wird langsam ein bisschen bedrohlich, muss ich sagen. Ah, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.